Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin, das mit morgen weiß ich nicht. Da müssen wir alle noch mal drüber schlafen, aber ich habe da meine Bedenken, dass das funktioniert. Kommen wir zu der Sache, um die es heute geht, nämlich die Lkw-Maut. Hier begrüßen wir es grundsätzlich, dass in Zukunft mehr Fahrzeuge, mehr Verkehrsmittel von der Maut betroffen sind, also Maut bezahlen müssen. Das ist richtig. Wir brauchen eine Abgabe, die wirklich streng nach dem Kriterium des Verursacherprinzips aufgestellt wird. Und wie gesagt, da sind wir im Moment in der richtigen Richtung. Die Gesetzesvorlage sieht allerdings natürlich noch mehrere Punkte, und das ist auch aus Seiten der Koalitions- von Koalitionsabgeordneten auch immer wieder betont worden, die nach wie vor noch nicht so ausgereift sind, dass man sagen kann, wir machen hier ein Gesetz, was die nächsten 10 Jahre Bestand hat. Ich glaube, auch dieses Gesetz werden wir in dieser Wahlperiode noch das ein oder andere Mal als Vorlage haben. Ist auch kein Beinbruch bei dem Thema, da können wir über alles reden. Es ist uns bewusst, dass in dem Gesetz auch eine ganze Reihe von Ausnahmen vorhanden sind. Und jetzt sage ich mal, bei der einen oder anderen Ausnahme bin ich auch dabei. Wenn man zum Beispiel sagt, dass Schausteller oder Zirkusbetriebe von der Maut befreit sind, dann hat das sicherlich gute Gründe. Wenn es allerdings weiterhin heißt, dass Reisebusse, und hiermit meine ich vor allem die Fernlinienbusse, von dieser Maut befreit sind, dann mache ich schon mal mehr als ein großes Fragezeichen dran. Ich denke, wenn wir, also erstmal, worum geht es eigentlich? Ich denke, dass wir die Verkehrsmittel, von denen wir hier insgesamt in der Verkehrspolitik reden, miteinander vergleichen müssen. Und da ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel ein Zug oder ein Bahnreisender für jeden Kilometer, den er fährt, eine Streckengebühr bezahlen muss, für jeden Halt, den er machen muss oder der Zug machen muss, an der Station oder an dem Bahnhof auch eine Gebühr fällig wird. Und im Gegensatz dazu dürfen diese Fernlinienbusse vollkommen kostenfrei die Infrastruktur, sprich die Autobahnen und Bundesstraßen, benutzen. Das halten wir von der Linken zumindest diskussionswürdig. Und es gibt natürlich Bedenken. Die Fernlinienbusse wurden ja auch deshalb eingeführt, weil man gesagt hat, man kann da eine günstige, eine billige Alternative zur teuren Bahn schaffen. Die Frage ist nur, was passiert denn in der Realität, wenn ich eine Fernbusmaut einführen würde, was wir ja vorschlagen? Eine Fahrkarte von Berlin nach Saarbrücken zum Beispiel würde ungefähr 1 Euro bis 1,50 Euro teurer werden. Bei Fahrpreisen auf dieser Strecke von 25 bis 50 Euro ist das sicherlich ein absolut überschaubarer Betrag. Und bei allem Respekt, bei diesen Summen bricht nicht sofort der komplette Fernbusmarkt auseinander. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Wir haben also als Linksfraktion einen Änderungsantrag gestellt. Wenn Sie dem zustimmen, dann leisten Sie Folgendes, nämlich einen Schritt zu mehr Wettbewerbsgerechtigkeit zwischen den Verkehrsträgern und den Verkehrsmitteln. Es kann, wie gesagt, für meine Begriffe nicht sein, dass zum Beispiel ein Zug von Frankfurt nach Hamburg zahlen muss, während der Fernbus, der in aller Regel parallel zur Eisenbahn fährt, die Infrastruktur kostenfrei benutzen kann. Und wenn wir eine Fernbusmaut hätten, wäre das für den Finanzminister rund 90 Millionen Euro pro Jahr. Sicherlich keine Riesensumme, aber mit der Diskussion morgen betrachtet, verglichen, auch gar kein schlechter Betrag. Ja, Fernbusse sind eine beliebte, da billige Alternative zur Bahn und zum Flugzeug. Aber neben dem Wettbewerbsvorteil, den die Fernbusse haben bezüglich der Maut, gibt es weitere Schattenseiten. Die Fahrerinnen und Fahrer werden unterirdisch bezahlt im Gegensatz zu Bahnfahrern oder anderen unter Flugzeugpiloten. Und bis 2019 können diese Busse nach wie vor völlig frei von Sitzplätzen oder Plätzen für Rollstuhlfahrer durch die Gegend fahren. Und ich mache ein ganz großes Fragezeichen dran, ob 2019 dieses Gesetz, dass eben auch Fernbusse behindertengerecht sein müssen, auch umgesetzt wird. Zurück zur Maut. Stimmen Sie einfach unserem Änderungsantrag zu. Sagen Sie Ja zu, dann im Gegensatz dazu sagen wir dann auch Ja, würden wir dann auch Ja zu Ihrem Gesetz sagen. Ganz einfach, das ist ganz einfach, das ist ein kleiner Änderungsantrag, brauchen Sie nur zustimmen. Ansonsten werden Sie von der Linken für Ihren Gesetzentwurf eine wohlwollende, aber kämpferische Enthaltung bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Hartmann, SPD-Fraktion.